Die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Danke, dass du dich mit diesem wichtigen Thema beschäftigen willst. Ich bin Leonie und zusammen mit Max werde ich euch einen der vielen möglichen Lösungsansätze vorstellen. Hierfür sind wir zum RIFS, dem Research Institute for Sustainability, in Potsdam gereist. Wenn man an Forschungsinstitute denkt, erwartet man Laborkittel, lange Flure, grelles Licht und harte Fakten. Aber auch eine gewisse Überheblichkeit der Forschenden. Von wegen, hallo, ich bin Professor Dr. Doktor und ich habe immer recht, weil ich habe das studiert. Eine Wissenschaftlerin, Viola Gerlach, hat mit uns gesprochen und uns das Institut vorgestellt. Die Zukunftsvision des Institutes beinhaltet, dass sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft, als auch die Politik jeweils als System dazu beiträgt mit ihren verschiedenen Wissensformen. Das heißt zum einen eben das wissenschaftlich erarbeitete Wissen, aber eben auch Erfahrungswissen dazu beiträgt, den Transformationsprozess der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit möglichst konstruktiv und ko-kreativ zu gestalten. Wie du eben hören konntest, arbeitet das Institut an einer sehr großen und sehr wichtigen Aufgabe. Aber was bedeutet das konkret? Das heißt, dass eben verschiedene Anliegen, verschiedene Werte, aber eben auch verschiedene Kompetenzen so im Austausch auf Augenhöhe miteinander abgeglichen werden, dass im Ideal gemeinsame Lösungen und verschiedene Zukunftsvisionen entwickelt werden können, die dann eben auch auf verschiedenen Ebenen, wie zum Beispiel eben der regionalen Ebene, der lokalen Ebene, aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene in Deutschland, am besten auch international etabliert werden können. Als wir ankamen, haben wir Viola nicht, wie wir erwartet hatten, in einem weißen Kittel im Labor getroffen, sondern in einer versteckten grünen Oase des Instituts. Auf der saftigen, grünen Wiese hinter der Villa des Instituts saßen wir ganz entspannt in Gartenstühlen mit Viola um einen Tisch herum und haben uns 2,5 Stunden mit ihr über den Beitrag der Wissenschaft zur nachhaltigen Transformation ausgetauscht. Am Ende stand fest, Wissenschaft muss anschlussfähig an die Gesellschaft sein. Damit das gelingen kann, verfolgt das RIFS einen einzigartigen Forschungsansatz. Dieser ist transformativ, transdisziplinär und ko-kreativ. Aber das heißt nicht, in akademischen Diskursen ausschließlich mit Fachtermini und Publikationen um sich schlagen und danach mit den Mitstudenten ein Bierchen trinken zu gehen, sondern sich mit allen betroffenen Gruppen zusammen an einen Tisch zu setzen und in einem Gespräch auf Augenhöhe gemeinsam Lösungsansätze für die nachhaltige Transformation zu entwickeln. Ich selber habe das Anliegen, den Dialog auf Augenhöhe möglich zu machen und dabei auch schwierige Themen und Konflikte bearbeitbar zu machen, indem ich eben die Themen Persönlichkeitsentwicklung mit einbeziehe und gleichzeitig mich selber und auch andere dabei unterstütze, in einer konstruktiven und gegenseitig wertschätzenden und offenen, von einer Neugier getragenen Haltung gemeinsam zusammenzuarbeiten. Wir haben also gelernt, dass im RIFS keine versnobten Wissenschaftler arbeiten, die in ihrer eigenen Bubble verschwinden, sondern sehr sympathische und empathische Menschen, die wirklich gemeinsam mit dir und mir etwas bewegen wollen. Zum Abschluss hat uns Viola erklärt, was ihr dabei persönlich besonders wichtig ist. Das gilt nicht nur für einen transdisziplinären Ansatz, das heißt Menschen, die eben verschiedene Kompetenzen mit reinbringen, sondern auch für Menschen, die in ganz unterschiedlichen Lebensphasen sind, ganz unterschiedliches Alter haben, ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Fragen haben, die zusammenzubringen und einfach auch Lust auf das gemeinsame Gestalten zu machen. Das ist mir total wichtig. Wenn dir der Podcast mit Max und mir gefallen hat und wenn du Lust bekommen hast, mit Viola und den anderen Forschenden des RIFS gemeinsam die nachhaltige Transformation zu gestalten, kannst du dich über den Link in den Shownotes für ein Stipendium bewerben. Wir alle brauchen auch dich und deine Erfahrung. Dieser Podcast entstand im Rahmen der Summer Academy 2023 Wirtschaft, Klima und ich – Transformation gestalten an der Europäischen Akademie Berlin. Redaktion –
Ich, Max Jannesteil, Eline van Gool und Leonie Kalt. Besonderer Dank an das RIFS und unsere Podcast-Trainerin Kira Funk.